Der Archie ist da. Hi Archie. Hey, grüß dich. Was machst du hier auf der Convention heute? Ich habe eine Praxis für Tattoo und Permanent Make-up Entfernung. Mittels Laser. Wie kamst du daran? Wie kam ich daran? Ja, es ist eigentlich eine relativ lange Geschichte. Das würde wahrscheinlich den Rahmen so sprengen, ne? Aber ich habe tätowieren gelernt und bin semi-gut, sage ich mal. Ich bin halt kein guter Künstler, sage ich ganz ehrlich. Und ich habe an mir selber so den Ansporn, dass ich sage, ich möchte in dem, was ich mache, der Beste sein. Und ich wusste, ich werde kein großartiger Künstler. Und in der Zeit, wo ich tätowieren gelernt habe in dem Studio, habe ich ganz oft Kunden gehabt. Also ich war halt Shopguide, ne, habe halt Kunden gehabt, die sich halt was covern lassen wollten. Und es hat halt nie so wirklich funktioniert, weil es hätte immer dunkel werden müssen und so schwer. Da habe ich mir erstmal so meine Gedanken gemacht. Da dachte ich mir so, ey, eigentlich müsste man so Leuten helfen. Ja. Und da habe ich mich das erste Mal mit dieser Lasergeschichte überhaupt befasst, in der Tattoo-Entfernung. Und da gibt es natürlich auch viele Scharlatane, viel Quatsch und so. Ne? Und habe mich damit befasst eine ganze Weile und habe gesagt, okay, alles klar, finde ich geil, will ich machen. Und dann, ja, dann bin ich das Thema mal angegangen, sage ich mal. Dadurch, dass ich gelernter Rettungssanitäter bin, hatte ich die medizinische Grundlage. Und und der Erfolg gibt mir recht, sage ich mal. Ja, das hast du jetzt gut zusammengefasst, weil das wäre nicht meine nächste Frage gewesen, was du vorher gemacht hast oder was du gelernt hast. Ja. Und Einzelhandelskaufmann auch noch. Auch noch? Ja, meine erste Ausbildung war Einzelhandelskaufmann. Was ganz Biederes, sage ich mal. Kaufmännisches und medizinisches Wissen hast du mit deiner Leidenschaft zu Tattoos verbunden, beziehungsweise dazu, dass du deinen Leuten ermöglichen wolltest, schöne neue Tattoos zu bekommen. Tada! Genau, ey, du hast das sehr schön zusammengefasst, ohne Scheiß, ey. Dafür sitze ich hier. Nur dafür. Unsere Susi fasst es nochmal zusammen. Und wie lange machst du das jetzt schon? Also jetzt seit selbstständig für mich selber, jetzt seit knapp einem Jahr. Ne? Und davor halt in den anderen Studios immer mal sozusagen reingeguckt, gearbeitet und so. Aber für mich stand von Anfang an fest, das ist das, was ich machen will und auch selbstständig. Also für mich stand nie im Raum, dass ich das für jemand anders mache. Aber mich mit dem Thema beschäftigen und auseinandersetzen, bestimmt jetzt 4 Jahre, 5 Jahre. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass das früher so war. Es gab entweder Tattoos oder Tattoo-Entfernung. Inzwischen habe ich das Gefühl, es geht ein bisschen mehr Hand in Hand, wie du schon angesprochen hast, ja, mit dem Covern. Und dass es halt eher so ist, dass diese Leute sich absprechen. Manchmal ist sogar im gleichen Studio eine Entfernung möglich. Wie hast du diese Entwicklung noch mitbekommen oder war das bei dir schon so eher Hand in Hand? Ja, naja, also das Ding ist, es ist ja immer noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Man muss halt ganz ehrlich sagen, wenn jemand ein Tattoo hat, was ihm nicht gefällt, dann ist eigentlich immer die erste Frage, ey, kennst du jemanden, der gute Covers machen kann, ja? So. Und die kommen noch dahin, also ich sage mal so, in 1-2 Jahren werden wir bestimmt so weit sein, dass die Leute sagen, ey, kennst du jemanden, der eine gute Laserpraxis hat, ja? So, und also meine persönliche Meinung ist, dass so ein Gerät gehört nicht in ein Tattoo-Studio und es gehört auch nicht in ein Kosmetikstudio, sondern ey, du kannst damit wirklich sehr, sehr viel Scheiße bauen. Ja. Sowas gehört in eine Praxis, ganz einfach. Und wir haben eine Praxis für ästhetische Medizin. Ja. Das heißt, wir machen bei uns in der Praxis auch Hyaluron, Faltenunterspritzung, Fadenlifting, Fettwegspritzen, so eine Geschichte. Und wir sind kein Kosmetikstudio. Und das kommunizieren wir auch ganz offen und ich will mich jetzt hier nicht groß machen und sagen, ey, ich bin der Beste und bla bla, aber das, was ich mache, hat Hand und Fuß und wie gesagt, ich wiederhole mich, der Erfolg gibt mir recht. Ja, ja, hast du gesagt. Also ist das jetzt auch relativ schnell, auch, dass du davon leben kannst und so weiter, ja. Aber du hast ja auch vorher schon ganz andere Sachen gemacht, ich sag mal, in der Tattoo-Welt, ich sag immer ungern Tattoo-Szene, ja. In der Tattoo-Welt schon andere Sachen getrieben, sag ich mal. Ja, getrieben ist genau das richtige Wort. Also ich werde ja jetzt auch bald 38, ja, jetzt im August, am 14. um genau zu sein. Ja. Du hast dich doch verrechnet. Ja, doch, wirklich, ich werde 38. Und ich hatte mein erstes Tattoo mit 16, das heißt, ich bin schon sehr lange in der Szene und habe halt viel Wandel mitgemacht und für mich war halt auch immer klar, ich werde in dieser Szene mein Geld verdienen, wie auch immer. Ja? Und moderiere halt nebenbei noch Tattoo-Shows, also Live-Shows. Ne? Hallo! Sorry. Also, ich glaube, ich könnte eine Pause machen. Ja, nee, und zwar die Tattoo and Art Show zum Beispiel Offenburg, Lörrach. Jetzt dieses Jahr zum ersten Mal die Show von Randy Zwickau. Ja. Und jetzt im September in Lörrach zum Beispiel.
Ja, und wie gesagt, Live-Moderation mache ich auch noch, aber das sehe ich eher so als Hobby und für mich halt ganz wichtig als Networking tatsächlich. Ja? Also halt irgendwie in Kontakt zu bleiben mit den Leuten und so, ne? Um zu sehen, ey, alles klar, der ist noch da, der ist noch am Start, der macht das, das und zu sehen halt, was gibt's Neues, halt auch neue Styles und so. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich bin einer, ich würde, glaube ich, privat nicht so auf Tattoo-Conventions gehen einfach, weil die Szene sich so krass gewandelt hat und ja, es ist halt schwierig. Also man macht sich vielleicht nicht so viel Freunde, wenn ich jetzt so weiterrede, aber das hat mit der Tattoo-Szene, wie ich sie früher kennengelernt hatte, wenig zu tun jetzt. Aber gibt es auch Sachen, die gleich geblieben sind oder so Sachen, die du so als Anker siehst, so Leute, die du von Anfang an schon kennst und siehst und die sich mitentwickelt haben oder vielleicht so geblieben sind, wie sie sind und damit durchgekommen sind? Ja, kenne ich, gibt es auch ganz viele und die werden dir alle dasselbe sagen, was ich dir gerade gesagt habe. Ja, ich rede ja, ab und zu mal mit Leuten, ja, so die beruflich. Werden alle, die werden das auch alle sagen, dass es sich sehr gewandelt hat. Einerseits ist es halt auch schön, klar, weil wir wollen alle Geld verdienen. Ja? Wir sind hier kein gemeinnütziger Verein, jeder muss Miete bezahlen und alle wollen so Geld verdienen. Einerseits ist es halt schön, dass es so publik geworden ist, weißt du, dass die Leute auch ganz anders damit umgehen, dass du halt auch, sag ich mal, etwas biedereren Job. Ich nenne jetzt hier keine Jobs, ich will niemanden so irgendwie vors Schienbein treten, ja. Fremdsprachensekretärin sein, das habe ich gelernt. Ja, genau, so. Und dass du aber trotzdem tätowiert sein kannst, ja. Bis zum schlimmen Punkt bei mir war es. Genau, ja, gut. Ja, also wenn du jetzt auf der Stirn Selfmade zu stehen hast, wirst du wahrscheinlich in einem Anwaltsbüro nicht am Empfang stehen. Vielleicht am Fließband, ist schön. Genau, ja, weißt du, was ich meine? Aber dass es halt mittlerweile schon so ist, dass es sich so etabliert hat, dass man sagen kann, okay, man kann halt auch als tätowierte Person halt einen normalen Job ausführen. Keine Frage, ja. Aber wie gesagt, man muss das alles so ein bisschen differenziert sehen, ja. Nicht jeder Fortschritt ist jetzt direkt ein geiler Fortschritt, so, ja. Also, jeder Fortschritt geht in die richtige Richtung. Ja, genau, tatsächlich, ja. Wie fing das denn bei dir an mit den Tattoos? Darf ich da ein bisschen fragen? Ja. Ja, du hast schon gesagt mit 16, ne? Ja, genau. Aber wie genau, will ich natürlich auch wissen. Ja, kann ich erzählen. Also tatsächlich ist es auch eine ganz lustige Geschichte. Für mich war so, mich haben so zwei Sachen in meinem Leben, die habe ich das erste Mal gesehen und die haben mich nie losgelassen. Das ist kein Witz, ich erzähle dir keinen Müll hier. Und zwar eine Sache waren Autos. Ich war gleich von der ersten Sekunde an autoaffin und begeistert und so. Und ich bin halt leidenschaftlicher Bastler und Schrauber und so. Und tätowierte Menschen. Und damals, ich bin halt in Berlin geboren, in Berlin aufgewachsen. Und meine Mama ist mit mir immer zu Ulrich gegangen, am Zoologischen Garten, weil wir haben am Kudamm gewohnt, also an der Kantstraße. Und da saßen die ganzen Punker, weißt du, und haben geschnorrt und die waren halt alle tätowiert. Und ich wollte halt immer mit, weil ich halt diese Leute da sehen wollte. Weil die mich halt einfach, ich fand es voll faszinierend. Ne? Und bin dann nach Hause und hab dann so nachgemacht, was sie gemacht haben. Weißt du, hab die so nachgeäfft und so, hab mich dann voll gemalt und so. Und für mich, das war halt einfach, ich wusste, ey, krass, so ein krasser Motherfucker will ich auch werden. Ohne Scheiße. Und dann hab ich gesagt, okay, alles klar. Und es hat mich nie losgelassen. Dann irgendwann, ich habe halt ziemlich früh angefangen, mit 14 habe ich meine Mama therapiert und so und dann, ja, irgendwann mit 16 hatte ich sie soweit und dann habe ich gesagt, komm Mama, wir gucken uns das nun mal an, wir gehen mal in ein Tattoo-Studio, wir gucken uns das an. Der Klassiker. Ja, wir gucken uns, wir tätowieren. Im Tierheim, genau. Wir gucken nochmal die kleinen Katzen. Genau, ja, nein, wir lassen uns nicht tätowieren, bist du doof, wir lassen uns doch nicht tätowieren, wir gucken erstmal, ne, kann ich mich erinnern? Kaiser-Friedrich-Straße dann mit meiner Mama rin und was ist, ich mit einer Eidechse auf dem Oberarm und sie mit dem Tweety auf der Wade. Ohne Scheiß. So war es. So war ich mein erstes Tattoo. Na, das war geil, dass sie mitgezogen hat. Ja, es war halt auch, das war sowieso voll die Tortur. Ich war dann am Mierendorfplatz bei Henkos Tattoo-Studio noch gewesen. Ja, Henko, also jemand aus der alten Schule. Einige werden ihn wahrscheinlich noch kennen. Ne? Und der wollte mich nicht tätowieren. Also er hat gesagt, Junge, der ist erst 16, die Mike nicht und so. Und dann musste man noch zwei, drei andere Studios abgrasen, bis wir dann eins gefunden haben, der gesagt hat, gut, du bist die Mama, alles klar, mach ich. Und dann gab es halt sozusagen halt das Büchlein, da meinte er sehr, willst du denn haben? Guck mal hier, ich erste Seite auf das. Und er so, Mensch, Junge, Alter, das Buch hat 11 Seiten, 12 Seiten, guck doch mal. Ich sage, ja, okay, noch eine Seite, ja, das. Und dann meine Mama so, ja, willst du nicht mal gucken und so? Und dann meinte er so, ey, das hat keinen Sinn bei dem. Der blättert weiter, dem ist egal, was der bekommt. Der will irgendwas haben. So, okay, dann war es eine Eidechse hier auf dem Oberarm. Und die ist? Nee. Ja, die ist weg. Die habe ich, hab ich Idiot covern lassen. Wieso Idiot? Ja, weil jetzt bereue ich es, dass ich es habe covern lassen.
Weil du es hättest lasern sollen. Nein, weil ich es hätte behalten sollen. Es war mein erstes Tattoo. Das zerstört dir doch den Markt, wenn du sagst, die Leute sollen es behalten. Ja, ne, aber für mich jetzt so. Ne? Aber guck mal, ich meine, gut, ey, ich weiß, ich bin Kind der 80er. Ne? Also ich ja, habe jetzt. Und ich fange jetzt nicht an, mich selber zu lasern. So, ne? Obwohl ich so. Mann, ich habe also hab auch nichts gegen Arschgeweih, ich habe auch nichts gegen Tribals oder gegen chinesische Schriftzeichen. Ey, das gehört dazu, wa? Das war halt unsere Zeit, ne? Das waren die 90er und ey, ich trage das mit Stolz hier und Sterne und so. Ich meine, was soll der Scheiß letztendlich, weißt du? Aber ist so, gehört zu mir, bleib doch drauf. Hast du denn sonst mal das ausprobiert, wie sich so ein Laser anfühlt? Weißt du das? Ja, klar. Also ich tue hier niemandem was an, weil ich es nicht selber ausprobiert habe und... ich wollte ja auch einen gescheiten Laser kaufen, das heißt, ich habe den halt auch ausprobiert und als der ankam, war der Vertriebler auch mit bei mir in der Praxis und ich habe auch gesagt, ey, pass auf, Kollege, wir testen das hier zusammen und habe abgeschlossen, habe gesagt, du kommst hier nicht aus der Praxis, weil du nimmst da Teil mit, wenn mir das nicht zusagt. Und da habe ich mich selber gelasert tatsächlich. Und wo hast du das ausprobiert, wenn ich mal da? Hier, an meinem, ah, ja, an dem Ding hier. Ja, das sieht man ja. Ja, ja, und das war wirklich auch nur zweimal und da habe ich gesagt, okay, funktioniert, alles klar, darfst nach Hause gehen und seitdem ist das halt auch so. Also, ich laser mich nicht selber. Ja, ja, zum Ausprobieren dann. Ja, also ich, jetzt nicht, weil ich nicht dahinter stehe, sondern ey, weil ich halt mit allem lebe, was ich habe. Ja, also bist du auch grundsätzlich so ein Typ, der sagt, ich stehe zu meinen Entscheidungen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe halt auch viele Entscheidungen getroffen, die vielleicht nicht richtig waren in meinem Leben so. Und ich steh hinter jeder Entscheidung, weil jede Entscheidung hat mich zu dem gemacht, wer ich bin und definiert mich ja auch irgendwo. Ja. Ich bin dankbar dafür, dass es die Möglichkeit gibt und letztendlich merke ich das halt auch bei mir in der Praxis. Du gibst auch wirklich mit dem Laser ein Stück weit Seelenfrieden, weil es gibt viele Leute, die leiden tatsächlich drunter und das darf man halt irgendwie auch nicht vergessen. Und auch wenn es halt nur zum Auffällen ist, zum Covern, dem Menschen hast du geholfen. Ja, und ich habe durch die Bank weg positive Erfahrungen gemacht bei mir in der Praxis. Bist du denn aufgrund dessen, dass du da auch manchmal die nicht so tollen Tattoos siehst, auch in der Tattoo-Wahl für dich selber etwas vorsichtiger? Nein. Nein. Sehr gut. Nein.